Hey, das ist der Körper setzt sich wieder zu einer alten Form zusammen. Nein. Es entwickelt sich weiter. Zu einem Körper, der mit unseren Angriffen klarkommt. Wenn sich der Gegner aufbaut, müssen wir das eine Ding machen. Was? Das eine Ding? Du meinst? Okay, das eine Ding! Das eine Ding wieder? Ich glaube, ich weiß, was er meint. Okay, Taktik 15. Was ist das? ドッキング。Schön. Warum überhaupt Sanji und Zoro nochmal mitgemacht haben. So, auf zu Zoro. So, verdammtes Dämon. Na, kommen die Attacken bekannt vor? Ich sehe sie leider nicht so hundertprozentig. Was macht der für Attacke? Oh, das ist Nami. Alle meine Attacken. Er kopiert sie einfach. Ah, okay. So, was haben wir denn? 600 Pfund Kanone hatten wir schon mal da. Wir können den Geisterschlag mal einsetzen. Aber erstmal so ein bisschen was abziehen. Ich weiß nicht, es fehlt noch Lissop, Ruffy, Chopper. Also er benutzt eigentlich die ganze Zeit nur unsere Attacken. Er kann die 2A, die 1A und 2A Attacken von Sanji, die 2A Attacke von Zoro, die Sprintattacke von Nami. Jeden Fall. Ja, Bazooka kann der auch. Oh, das sollten wir vielleicht auch noch zeigen. Genau, und Schein, können wir gleich auch. Schein, Ruffy kommt ja eh nachher noch gut dran. Und Schein Pistol vielleicht noch. So. Boah, hat gut abgezogen, finde ich, ja. Und die Musik ist einfach nur genial. Autsch. Das war eine wirklich geniale Bossmusik, muss ich sagen. Moment. So machen wir hier wieder ein bisschen voller. Also wenn du das vielleicht dann bei mir mal anschaust, die Bossmusik, das ist einfach nur abstoßend geil. Würde ich mal so sagen. Abstoßend? Was? Abstoßend geil. Die Bossmusik finde ich voll eklig, aber sie ist geil. Sie ist einfach nur genial, sage ich dir. Nein, ich hab nicht genug für Ashura. Oder? Doch, hab ich. Ich glaube, es ist Zeit für einen Wechsel. Du spoilerst mich so immer so ein bisschen. Bitte? Du spoilerst mich immer so ein bisschen. Ein bisschen? Du hast das ganze Spiel hier fast mit angeschaut. Nein, nein, nein. Ich meine, gerade eben so. Ich hab nicht mehr genug SP für Ashura. Bei mir kämpfst du noch so mit den Schwertern. Ach doch, hab ich. Kämpfst du immer noch? Ashura wird eingesetzt. Du liegst aber ziemlich weit zurück, oder? Irgendwie? Wie bitte? Du bist ja diesmal aber ziemlich weit zurück? Ja, scheinbar. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht. Blitztempo kann ich machen. Level 9, das dürfte doch sicher gut. Was zum? Sieht sicher gut ab, finde ich, oder? Schauen wir mal. Oh, doch. Oh, jetzt kann er. Ist anscheinend Spezialattacken noch mit angeschaltet. Okay. Ach, jetzt hat er Arlongs Schwert auch noch und Falkenauges Schwert. Also er greift jetzt noch zu anderen Sachen, nicht nur zu unseren Attacken. Blitztempo Level 10, yeah. Ja, und da kommt auch gerade den Feuervogelstern von Lysop auch noch. So, noch den haben wir schon gezeigt, oder? Nee, konnte ich mir da nicht gerade, weil ich das gar nicht lernen kann hier auf. Das kann man auch schnell lernen. Ach stimmt, richtig, genau. Da musstest du ja irgendeine Attacke hochleveln. So, Lysop ist dran. Ja, dann habt ihr jetzt wenigstens gesehen, wie er bei Lysop aussehen würde. Wow.
vorher vorgestellt. Was können wir mit Lysop machen? Ja, was gibt's auch mit Lysop? Wegrennen. Bei Lysop gibt's nur eins, was wir machen können. Oh, der Lystische Hammerkumpel, da habe ich noch gar nicht gezeigt. Egal. Jetzt gibt's für Lysop nur eins. Und zwar verwandeln. Sogeki! Watashi wa Sogeking! Ich finde generell die japanische Sprachausgabe voll geil hier. Autsch, autsch, lass mich durch. Wow! Achte mal auf den Schaden! Lysop macht übelst Schaden. Als Sogeking, ja. Aber ich muss auch richtig treffen und ich darf nicht zu viel ausweichen, weil er dadurch wieder MP verschwendet. Ja. Das geht halt sehr schnell weg mit Sogeking. Ja. Außer du hast Lysop 1000 SP gegeben. Ja. Dann ist er, glaube ich, auch ziemlich immer. Moment, wo ist denn da? Impact. Wow. Ah, okay, damit hat er eine ziemliche Reichweite. Oh, geht auch ein bisschen was ab. Nice. Aber ich glaube, Lysop hat auch genug gehabt. Auf zu Chopper. Ach, willst du mit Ruffy beenden, okay. Ja klar. Mit der Riesenpistole natürlich dann am Ende. Neue Attacke, so Chopper, hat der eigentlich noch welche anderen Spezialattacken? Ich finde Explosivsprengstoff, Experimentsprengstoff gar nicht gezeigt. Aber eigentlich schmeißt er da nur so eine kleine Bombe hin und. Ach komm. Ach, Rumble! Na gut, Rumble. Rumble! Das brauchen wir bei Chopper nicht. Gehen wir das nicht getroffen? Oh doch, das macht gut. Oh! Das macht gut Schaden! Und ich krieg keinen Schaden. Wollen wir noch mal ein bisschen runterschwächen, damit Ruffy den Rest machen kann. Ja, aber oh, nicht zu weit. Du musst der Ding jetzt hat er noch ein Level up bekommen. Und ich sehe gerade, ich habe bei Skype nicht auf beschäftigt gemacht. Oh, okay. Oh, Spezialattacke. Setzt du ein? Du musst Bazooka auch noch zeigen, gell? Oh, er setzt mehrere andere Spezialattacken ein. Was zum Teufel? Interessante Attacke. Also ich hab was von, also ich glaube, er hat Aokijis Spezialattacke benutzt. Und Vorsicht! Er... Vorsicht! Ja, ich weiß. Ich habe jetzt einmal aufgehört. Wind, Eis und Licht und Finsternis lässt er zusammenkrachen. So, jetzt erstmal ein bisschen ausweichen, damit die SP leer gehen. Und tauschen. Hallo, Ruffy. Du hast noch eine Bazooka und dann die Giant Riffle, oder? Genau, also Bazooka ist die 3A-Attacke, die neue. Und nee, die Giant Ripple, die Giant Giga-Pistole. So, einfach nur, um es dazu zeigen, das sieht. Und so. Also ganz normal, die Bazooka ist ja eigentlich von... Oder war gerade sogar was von Moria. Das ist ja Ruffy, so ziemlich Ruffys erste Attacke eigentlich, ne? Oder eine deiner ersten. Ja. Richtig. Hallo, darf ich mal ein bisschen näher kommen? So, Honefusen! Bam! Nicht besiegt. Na gut, dann wende ich es anders. Das ist passend. Dann benutzen wir eine andere Spezialattacke von Ruffy, um das zu beenden. Wollen wir das denn? Gear Second? Auf der Gear Second kann er ja auch noch eine Spezialattacke einsetzen. Secondo! Bam! Hat er die eigentlich auch irgendwann eingesetzt? Jupp, gegen Moria. Damit hat er Moria fertig gemacht. Damit haben wir hier den Endboss besiegt. Yeah. Das war Gott auch ziemlich passend, denn mit der Riesenpistole hat der Oz kaputt gemacht. Mit Gigant Jet Shell hat er Moria besiegt. Jetzt zugucken einfach, weil die reden ja dort auch einfach von alleine. Wie Gabi gerade gegrinst hat. Jetzt bin ich dran. Das
Die können wir wieder vorlesen. Bist du noch da? Okay. Ja, ich bin unter. Wir konnten uns gegenseitig verstehen. Sie entstanden aus der Finsternis, die ich fühlte, als ich kurz die Finsternis der Menschen sah. Aha, sie hatten Angst vor uns und ihr Versuch, uns zu zerstören, war also eine Art Verteidigung? Sie hatte auch vor uns Angst. Auch Menschen haben instinktiv Angst vor dem Fremden und lehnen es ab, bevor sie es verstehen. Wir müssen vorsichtig sein. Ich konnte die Menschen ein bisschen kennenlernen, weil ich Zeit mit euch verbrachte. Und deswegen konnte ich das Ding zurückhalten. Ich verstehe es nicht ganz, aber ich bin froh, dass alles gut ging. Yeah. Übrigens, Ruffy. Weil ich mit ihr eins wurde, habe ich endlich das echte Geschenk bekommen. Ich kann einen Wunsch erfüllen. Es kann alles sein, was ihr wollt. Was wünscht ihr euch? Ist das wahr? Der wertvollste Edelstein, ein Portemonnaie, das niemals alle wird. Drei Wünsche wären auch gut, dann wünsche ich mir beim letzten Wunsch wieder drei mehr. Unbesiegbar Rüstung, Helm und Schleuder eines Helden. Oder nein, ich möchte wissen, wo Elban. Ein Medizinbuchten mit der Heilung für alle Krankheiten. Nein, Elixier gegen alle Krankheiten. Nein. Von den schönsten Frauen der Welt umgeben zu sein. Mit Nami und Robin an jeder Seite. Ich hätte gern das Unterhöschen einer schönen Dame. Ich sagte, ich kann nur einen Wunsch gewähren. Was wünschst du dir, Ruffy? Mal überlegen. Also, ich wünsche mir nichts. Bist du mit deinem Traum, Piratenkönig zu werden? Wo ist der Spaß an der Sache, wenn dich jemand anderes zum Piratenkönig macht? Träume sind so interessant, weil man sie ganz allein verwirklicht. Ruffy. Gabri, du kannst den Wunsch benutzen. Moment mal, Ruffy, was sagst du da? Hast du deinen eigenen Traum gefunden? Ja, ich will auch ein Pirat sein, einer wie du. Wenn das so ist, ist dein Traum doch schon wahr geworden. Du bist doch einer von uns, oder? Und wieder zugucken. Gabri,